Hallo, hallo. Ich dachte mir, ich komme ganz kurz mal online. Ich habe kurz mal wieder etwas aufgelegt. Ich werde euch die Vorher-Nachher-Fotos mal reinsetzen, um euch mal diese Wimpern zu zeigen, was man da mit erreichen kann mit dem 3D-Mascara und mit dem Epic zusammen. Ich finde, es ist ganz, ganz toll geworden. Ich habe heute mal etwas ganz anderes verwendet. Ich habe heute nicht die Liquid Foundation verwendet, sondern ich habe heute mit dem Pressed Powder gearbeitet. Vorweg habe ich unseren Glorious Face Primer genommen, Gesichts- und Augenprimer. Das ist noch die alte Verpackung, aber das spielt keine Rolle. Die Qualität ist genau die gleiche und wie gesagt, sie sind so minimal im Verbrauch. Deswegen habe ich da auch immer noch die alte Verpackung, die aber trotzdem genauso gut ist. Ich habe dann natürlich, weil ich das Puder verwendet habe, wie gesagt, den Primer drunter gegeben. So, das Pressed Powder. Ich habe heute zwei verwendet. Und zwar habe ich einmal die Farbe Organza verwendet. Organza als Grundton fürs Gesicht. Den Pressed Powder mal ganz kurz nochmal. Den kann man aufmachen. Und hier ist natürlich ein Schwämmchen drin. Ich persönlich arbeite gerne immer mit dem Powder Concealer. Pinsel, weil ich das einfach besser verteilen kann. Es wird einfach schöner, als wenn ich so mit Schwamm arbeite. Hier kann man es einfach öffnen und dann kommt man sehr gut ans Puder dran. Man hat einen Spiegel dabei. Eigentlich eine sehr schöne Sache. Ja, zu dem Puder vielleicht. Ich habe, wie gesagt, mit zwei Farben gearbeitet. Einmal Organza fürs komplette Gesicht und dann habe ich meine Augenpartie hier unten ein bisschen aufgehellt. Da habe ich einfach den Ton in Scarlet genommen. Ja, auch das ist genau die gleiche. Hier ist das Schwämmchen gerade nicht drin. Wie ihr seht, das ist ein ganz heller Ton. Da habe ich das Ganze ein bisschen mit aufgehellt. Auch hier oben am Auge, wo ich eine etwas dickere Stelle habe, die habe ich dann damit dann etwas kaschiert, dass das dann nicht so ins Auge fällt quasi. Ja. Ich habe dann heute aufgelegt den Lip Bonbon. Lip Bonbon ist ja gerade diese Woche in unserem Valentinset im Angebot und ihr könnt zwischen den ganzen Farben wählen. Ich habe heute hier die Farbe, ach, wie heißt die gerade? Red Velvet Cake genommen. Red Velvet Cake, das ist eine, ja, auch eine natürliche Farbe. Hier könnt ihr es auch mal sehen. Ja, also ganz natürlich, ein ganz leichter Cremeton. Die Lipbonbons sind wirklich sehr, sehr pflegend und sie schmecken so unendlich gut. Also die Gefahr, dass man da immer drauf rumlutscht, ist sehr groß, denn sie sind mega, mega lecker. Ich habe für die Lippen als Umrandung den Farbton Perky genommen und dann ergibt sich hier auch wieder eine sehr, sehr schöne Farbe zusammen. Und was ich noch gemacht habe. Ich habe die Augen hier oben geschminkt und zwar nicht mit Lidschatten, nein, ich habe den Lipbonbon genommen, weil der eben einen ganz dezenten Farbton hat, habe ich den einfach hier oben mal drauf gegeben, wie ihr sehen könnt. Also auch das ist möglich. Lipbonbons kann man nicht nur für die Lippen nehmen, selbstverständlich auch oben auf den Augen, auch das ist machbar. Gibt halt einen ganz natürlichen, schönen Ton, einen leichten Ton, gerade so für tagsüber vielleicht auch mal. Ja, dann habe ich genommen als Kajal zwei Farben. Einmal bei dem Presumptus, das ist dieses Grünblau, Grünblau-Grau ist das eigentlich. Und einen ganz kleinen Aufheller dabei mit dem weißen Kajal, das ist die Farbe Pristine. Als Wimpern zur Verlängerung habe ich heute genommen den Epic Mascara in Verbindung mit dem 3D. Das heißt, ich habe hier die schönen Fibers genommen, um die Wimpern einfach mal zu verlängern, weil bei mir seht ihr wenig Wimpern und die Wimpern, die da sind, die sind auch recht kurz und drum habe ich sie mal richtig schön damit verlängert und da könnte man sehen, dass das also richtig schöne Lashes geworden sind. Geht wunderbar, ist eine ganz feine Sache. Was haben wir noch gemacht? Wir haben die Augenbrauenpalette genutzt. Und zwar habe ich hier die Farbe Blond genutzt. Ich habe mit dem hellen Farbton angefangen, oder Entschuldigung, mit dem dunklen Farbton angefangen und habe die Kontur gezogen. Mit dem hellen Farbton
einmal hier am Anfang angesetzt, dass es nicht ganz so dunkel ist und dann einfach das Ganze etwas aufgefüllt mit dem Highlighter ein bisschen jeweils hier noch drunter gegangen, um das Ganze noch etwas hervorzuheben. Dann habe ich ebenfalls noch genutzt einen, wie ich finde, sehr schönen Rouge, ein Metallic Rouge, ein gepresstes Rouge. Das Rouge, das ist die Farbe Spirited, die liebe ich über alles. Das ist eine sehr schöne natürliche Farbe. Und ich habe konturiert. Und zwar habe ich konturiert mit dem, wo ist es geblieben? Ach, da habe ich es hingestellt. Ich habe konturiert mit unserem Bronzer. Das ist die Farbe Malibu. Da ziehe ich ganz gerne mal so die Konturen hier unten an der Nase. Ja, überall da, wo es ein bisschen abgesetzt werden soll. Last but not least habe ich noch einen Highlighter zusätzlich gesetzt mit dem Bellowended. Ein schwieriger Name. Damit habe ich dann einfach, das ist ein Luminaser-Stick, ein Highlighter-Stick. Damit habe ich dann hier oben, da nochmal und hier an der Nasenspitze nochmal kurz den Highlighter gesetzt. Einfach auftupfen und dann hier mit den Fingern ein bisschen eingetupft und fertig ist das Ganze. Viel mehr ist das gar nicht, was ich hier gemacht habe. Ja, und ich finde, so kann man gut losgehen. Was habe ich noch gemacht? Ja, was ich noch vergessen habe, ich nehme ja immer sehr, sehr gern den Farbton Beaming aus unserer Palette hier, aus dieser Adventure-Palette, die es ja auch nicht mehr gibt. Da habe ich ganz einfach nur hier oben einmal kurz lang gezogen. Das ist quasi auch ein bisschen gehighlightet, einfach ein heller Farbton, damit es ein bisschen sich noch absetzt. Ja, das ist es eigentlich auch schon gewesen. Fixe Geschichte, fixe Sache, ratzfatz fertig gemacht. Vielleicht komme ich noch mal eben auf unser Angebot. Ich will gerade mal meine Brille aufsetzen, weil ihr wisst ja, dass ich immer ohne Brille nicht ganz so viel sehen kann. Und ja, wir haben ein mega tolles Angebot. Wie ihr seht auf meiner Seite ganz oben, ist es drauf. Ist unser Valentinsangebot. Es ist ein limitiertes Angebot. Und da ist unter anderem ja das Lipbonbon drin. Es ist damit drin, was kostenfrei ist hier, dieser mega, mega tolle Pinsel. Das ist ja die Crease Brush. Ja, die ist also wirklich ganz, ganz toll, gerade im Augenbereich. Super, super schön auf dem Lid anzuwenden. Die ist einfach mal kostenfrei dabei. Und dann, wie gesagt, eine Quad-Palette bestehend aus vier gepressten Lidschattenfarben in einer Palette, wo sie magnetisch festsitzen, die vereinzelten Farben. Und das alles zusammen hat einen ganz, ganz tollen Preis. Nun haben mich schon wieder Mädels angeschrieben, die gesagt haben, oh, ich hätte ganz gerne den Lipbonbon und ich wiederum hätte gerne die Palette und ach Mensch, diesen Pinsel hätte ich auch mal ganz gerne. Wisst ihr was? Und da habe ich mir gedacht, ihr könnt euch die doch einfach teilen. Wir können auch die aufteilen, die Palette oder beziehungsweise dieses Angebot. Und da habe ich mal so überlegt, was können wir machen? Ich habe es mir dann so vorgestellt. So, Lipbonbon könnt ihr statt für 24 Euro für 19 Euro bekommen. Diese Palette statt 57 Euro für 44 Euro. Das ist auch eine tolle Ersparnis. Und den Pinsel statt 16 für 10 Euro. Aber Mädels, damit wir das Ganze dann auch machen können, müsst ihr euch eben zu dritt zusammentun, damit wir dann auch jeweils ein Angebot zusammen verkaufen können. Ja, also ja. Probiert es aus, sprecht mit euren Freundinnen, wer was haben möchte. Ich berate euch gerne. Miezekatze ist hier. Ich berate euch gerne. Ja, schaut einfach mal rein, guckt mal, geht mal auf meine Seite. Den Link werde ich dazu posten. Stöbert da mal ein bisschen durch, guckt euch die Farben an, auch für den Lipbonbon. Da gibt es sehr, sehr schöne Farben. Auch eine ganz farblose, einfach nur zur Lippenpflege oder eben, wenn es ein bisschen ins Rot gehen soll, ein bisschen hier ins Pinkige gehen soll, dann könnt ihr euch da auch schöne Farben aussuchen, ganz nachdem, wie ihr das gerne hättet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, bye bye.